Jo, hallo und herzlich willkommen. Was geht's? Heute gibt es mal ein kleines Special, was ich hier drehen möchte. Ich zeige es direkt in die Kamera, worum es geht. Es geht hier um diese schicken Booster. Ja, manch einer denkt sich jetzt so, von der Seite sieht es aus wie ein Protoshop-Booster. Nein, ist es nicht. Es ist ein ganz anderes Booster. Es geht hier um zwei verschiedene Booster. Ihr seht, die einen sind rot, die anderen sind blau. Es geht hier um diese Booster. Sehr, sehr alt. Ja, dass ich davon noch welche im Internet gefunden habe, ist echt geil. Das hat mich sehr mega gefreut. Und es geht um die Booster Team Magma und Team Aqua. Und die werde ich doch jetzt hier einfach mal kurz sortieren. Also sprich Magma und Aqua. Das sind hier, wie man sieht, 4 zu 4. 4 Team Magma und 4 Team Aqua. Und jetzt werde ich hier per Auslosungsverfahren entscheiden, welche Booster ich denn zuerst öffnen werde. Ja, werde ich zuerst Team Aqua oder zuerst Team Magma öffnen? Das werde ich jetzt hier entscheiden. Ganz einfach, ihr kennt es aus dem Kindergarten. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Dieses Booster, keine Ahnung, wie alt das Booster ist. Ich sag einfach mal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine Kuh geblieben? Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, scheiß drauf. Einfach irgendwas öffnen. Da. Einverstanden? Einverstanden. Also, werde ich hier diese vier roten, diese vier feuerroten Booster hier von Team Magma öffnen. Und dann schaue ich mal, was in diesen Boostern drin steckt. Also ich kann ja mal kurz zeigen, ein Online-Code war da noch nicht vorhanden. Wir haben hier allerdings ein sehr herrliches Hundbooster, wir haben ein Stärke-Amulett, wir haben ein Viptis und wir haben ein Krebutak. Herrlich. Dann haben wir noch ein Hundbooster, ein Kanaop, ein Kanivana, ein Krebskorps und ein Stolunior. So, weiter geht das hier mit dem Booster öffnen. Wir haben hier Team Magmas Versteck. Dann haben wir Team Magma Gürtel. Oh, ein Reitschuh. Richtig geil. Direkt gesaved. Dann haben wir hier ein Rihorn. Auch ziemlich geil. Ein Kanivana. Ein Kanivana. Zwei verschiedene Artworks, okay. Ein Rihorn, ein Pikachu, auch geil, direkt gesaved und ein Pfiffchen. So, Pikachu und Raichu direkt gesaved für die Sammlung. Richtig, richtig herrlich. Direkt beiseite gelegt. So, dann wollen wir doch mal schauen. Wir haben ja hier noch ein paar Booster zu öffnen wollen. So, wir haben hier ein Magnaien, ein Tuska. Magnaien, ein Fritzelblitz, ein Tragosso, ein Seemops, ein Rihorn, ein Popanze und ein Stolunior. Das letzte Booster für dieses Video. Da haben wir drin versteckt einen Fritzelblitz. Ein Verkrümmungspunkt, ein Rizeros, ein Lepumontas, ein Lampi, ein Kanivani, ein Hunduster, Pupanze und ein Rihorn. So, das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, euch dieses Special hier zu zeigen. Diese alten Booster, die ich da noch gefunden habe. Und wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Tschüss mit dir und ciao mit V. Bis dahin. Tschüss.